Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 3. Wir haben im Übrigen im letzten Part alle Monster Stunts aus der ersten Insel, also aus Portland, abgeschlossen. Ist wirklich so. Mehr gibt es nicht. Es gibt zwar noch zwei auf dieser Insel, da können wir allerdings nicht dran, weil die beide auf der Brücke sind. Und die Brücke ist ja bekanntlich gesprengt, deswegen kommen wir da gerade nicht hin. Jetzt gibt es noch eine Aufgabe, die ich gerne machen möchte. Dazu muss ich erst einmal ja hier hoch. Und zwar, na, was heißt Aufgabe? Ich möchte jetzt noch ein paar Päckchen sammeln, bevor wir wieder mit Missionen weitermachen. So viel, bis wir 20 haben, sodass wir das nächste extra freigeschalten haben. Und das müsste hier irgendwo oben sein. Glaube ich. War es nicht hier irgendwo oben? Oder war es doch da unten? Das war ein... Oh, da! Wir waren gerade mit dem Auto drin. Jawohl, da ist es. Das wäre nämlich auch schon das 18. Päckchen, das wir haben. Und das heißt... Na, ich würde sagen, komm, die zwei weiteren können wir schon noch sammeln, oder? Ich meine, es gibt 33 auf der Insel, an 32 können wir ran. Die anderen können wir dann immer noch die Tage holen. Aber dass wir jetzt nicht wieder ganz so viel Zeit nur mit Päckchen verbringen, würde ich sagen, hole ich uns jetzt noch ein paar. Und ja, jetzt muss ich schauen, von wo aus ich das am besten mache. Wo hier die nächsten nämlich sind. Da hinten bei dem Schlaglöcherbereich müsste... Ah, da unten war es. Okay, wartet mal. Da unten. Und ich glaube, da müssen wir von hier aus irgendwie hin. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ah ja, guck mal, da ist es. Ja, da war es nämlich auf diesem Schotterhaufen. Das wäre das. Und ich glaube, direkt hier hinter, da unten, ist auch noch eins. Hier unten müsste ich auch irgendwie rein können. Jetzt weiß ich nicht, ob das wirklich direkt einfach nur hier hinter der Mauer ist oder ob es ein bisschen besser versteckt ist. Nein, es ist tatsächlich hier. Zack, und damit haben wir schon Nummer 20. Und damit ist jetzt auch die Uzi im Versteck abgeliefert. Ja, seht ihr, jetzt können wir uns Uzi und Pistolen immer holen und müssen die nicht mal einkaufen. Na, das ist doch mal eine Ansage. Ja, ich würde sagen, wir machen heute weiter mit El Burro. Ja, ganz genau. Wir machen einfach mal die Telefonmission ein bisschen weiter. Und dann machen wir Joey fertig, bevor es dann auch mal wieder zu Tony, beziehungsweise überhaupt mal zu Tony geht. So, und los. Ob es daneben gelaufen? Feuertaufe. Some insolent triads stole my beautiful car last night, wrecked it and left it burning. Some of my most precious donkey memorabilia was in the trunk. Real collectibles that are irreplaceable, my friend. I've hidden a throbbing weapon on the edge of Chinatown. Take it and teach these triad vandals to fear El Burro's well-endowed wrath. Arriba! Jawohl, arriba! El Burro sagt's richtig. Ja, diese blöden Triaden, die müssen weg. Um die sollen wir uns kümmern. Na, dann machen wir das doch mal. Erst einmal eine Waffe organisieren. Wenn's denn sein muss, machen wir es einfach mal. Wir halten uns einfach an die Regeln. Dann kann uns hoffentlich auch nichts passieren. Ist zwar leicht daher gesagt, aber ja, machen wir einfach so, ne? Wir sind dann auch irgendwie überzeugt. Im Taxi fahre ich am liebsten, ey. Das hat so ein geiles Handling. Dann kann ich einfach perfekt fahren. Da sind wir nichts, seht ihr das? So, erstmal einen überfahren. Alarmanlage angegangen, davon haben wir aber nichts. So, und was gibt's hier? Ein Flammenwerfer? Ja, hallo. Ich habe jetzt 2,30, um uns 25 Triaden vorzunehmen. Also das ist ja eigentlich schon fast, ja, Rampage, ne? Das ist eigentlich eine Rampage-Mission. Ich weiß gar nicht, ob die im Original auch drin ist. Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall müssen die Penner alle mal verrecken. Sondern nicht nur Tony hat Probleme mit denen, sondern eigentlich so ziemlich jeder. So, da kommt auch schon die Feuerwehr. So, oh, da hat es irgendeinen schön zerquetscht. So, wir dürfen nämlich leider nicht rennen währenddessen. Also wir können nicht umschalten auf eine andere Waffe, damit wir rennen können. Das ist ein bisschen schade. So, ich laufe einfach hier rein. Die dürften auch ein paar rumlaufen. Auch wenn ihr Mr. Wong oder wie er hieß, nicht mehr lebt. Das ist ganz praktisch am Flammenwerfer. Einmal nur kurz antippen und schon
Steht hier alles in Brand? Oh ja, da hinten stehen ein Haufen. Ah, den nehmen wir aber auch noch mit. So, von der Zeit her ist es sogar ein bisschen knapp, muss ich sagen. Aber sollte schon laufen. So, einmal gedreht und alles in Brand gesteckt. Wunderbar. So, du auch noch. Und ja, ich muss leider auch ein paar Passanten erwischen. Da komme ich nicht drum rum. Oh toll, meine schönen 125 Leben habt ihr gerade kaputt gemacht. Ach, jetzt verfolgen einen die Bullen auch noch. Und ich brenne auch noch. Das ist ja Weltklasse. Die Mission schaffe ich nicht, weil wenn die Bullen jetzt auf mich schießen, habe ich es verkackt. Toll, jetzt hat er mich in Brand gesteckt, der Wichser. Ja, das ist der Nachteil an dieser Mission. Man muss ziemlich aufpassen, dass man nicht selbst angezündet wird. Und nachdem mich jetzt dummerweise dieser blöde Triade erwischt hat. Ja, direkt neben dem Bullen, den interessiert es nicht. Sehr schön. Darf ich den ganzen Spaß jetzt nochmal machen? Das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Kann sein, dass ich da am Ende jetzt ein bisschen zu unvorsichtig war. Weil ich mir dachte, ich schaff's vielleicht von der Zeit her nicht. War auch blöd, dass ich dann von dem Ding überfahren wurde. Also es war quasi kein gutes Zeichen für mich. Keine gute Ausgangssituation, könnte man sagen. Versuchen wir die ganze Sache besser zu machen. Das ist eine richtig schöne Rampage-Mission, die kann in der deutschen Version unmöglich drin sein. Ich weiß es aber nicht, ich habe die Cut-Version mit 12 gespielt. Da weiß ich es nicht. Deswegen weiß ich es nicht. Das nächste Mal, als ich es nämlich gespielt habe, dürfte dann mal wieder so mit 18 oder so gewesen sein, 18, 19 rum. Ja, und könnte ungefähr hinhauen. Da habe ich dann schon auf Cut, Uncut gespielt. So, gleich mal von hier nehmen, damit wir mehr Power haben. Okay. So viel zum Thema. Komm, schneller! So. Also man muss ein bisschen Glück haben, dass sie nicht in einen reinrennen. Das kommt nämlich schon mal ganz gerne vor. Aber ich hoffe mal, dass ich nicht so viel Pech haben werde. Und vor allem nicht, dass sie mich nochmal überfahren. Die Penner. So, das Schöne ist, wir haben unendlich Munition. Wir können hier alles mitnehmen, wie es uns blieb. Oh, 3 auf einmal ist gut. Oh, 4 sogar. Sehr schön. Die wurden überfahren, leben aber noch. Weltklasse. Dann haben wir auch noch einen gesehen. Ah, das sieht gerade ganz gut aus. So, die Omi muss leider auch dran glauben. Man hätte natürlich auch noch ein bisschen Leben aufnehmen können. Das Schöne ist, die Triaden greifen eigentlich an. Oh nein, jetzt bin ich ins Feuer selber gelaufen. So, ich darf jetzt nichts mehr erwischen. Ansonsten bin ich tot. Es sei denn, ich bin clever. Und laufe nur schnell zu dem Leben da hinten. Boah, aber da sind gerade so viele von denen. Du gehst mal drauf. Naja, ich nehme den jetzt mal noch mit. Ich riskiere es nicht. Oh, 2 von denen. 4 von denen. Oh, wie viele sind denn da hinten? Oh, bleibt ihr mal bitte alle stehen. Dann habe ich es nämlich geschafft. Geil. Fertig. 10.000 bekommen. Ich sammle jetzt noch schnell die Energie da hinten ein. Die Knarre selbstverständlich auch. Scheiße, aber jetzt hat... Während der Mission greifen sie einen nicht an, aber nach der Mission. Da muss man ein bisschen aufpassen. Hier haben wir sogar ein verstecktes Päckchen gefunden. So, aber Hauptsache, ich habe die Mission jetzt geschafft. So richtig schön übers Triadengebiet laufen ist nicht ganz so gut, wie ihr gerade seht. Ich glaube, die Bullen kümmern das auch recht wenig. Ja, das ist GTA-Logik. Du wirst angegriffen, keinen interessiert's, aber wenn du einen angreifst, bist du sofort im Knast. So, egal. Weg mit euch. Und wir fahren zurück und machen direkt weiter mit Alboro. Wie gesagt, ich möchte mich meistens immer erst auf einen konzentrieren. Und dann kann ich mich um die nächsten kümmern. So, ich glaube, von den 33 Päckchen kann man doch nur 31 kriegen, weil eine ist in der U-Bahn-Station. Die geht erst später. Jäger des verlorenen Schundes. A thieving opportunist has stolen a van of my latest publication, Hub of the Press. But that spanked up idiot has left the rear doors open. And now my beautifully produced, tastefully photographed adult literature is being dropped all over Liberty.
take the van and follow that trail of Donkey Does Dallas volumes 1, 2, and 3, collecting it as you go. When you follow the trail to that thieving spankhead, waste him. Then deliver my donkey derby to Triple X Max in the Red Light District. Na, das klingt doch mal nach einer ziemlich komplizierten Mission. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Sehe ich das richtig, dass der eine Typ gerade direkt neben mir ist? Oder bewegt er sich gar nicht? Keine Ahnung, nee, es bewegt sich gar nicht. Ach, ich soll einfach nur den Van nehmen und das Ding dann, ah, und mit dem Van einsammeln. Okay, jetzt bin ich am Start. Alles klar, wir sollen jetzt diese ganzen Magazine einsammeln. So, und für jedes kriegen wir ein bisschen Zeit dazu. Aber ich glaube, das sehen die Bullen nicht gerne. Ich glaube, ich kriege jetzt hier gleich ein bisschen Ärger. Oh! Vorsichtig! Ansonsten ist das nur, wie es aussieht, eine ganz normale Einsammelmission, also eine ganz normale Fahrmission. Und am Ende noch ins Rotlichtviertel bringen die Magazine. Ah, interessante Mission. So, links oder rechts? Und Gott sei Dank rechts. Okay, bisher ist es recht ersichtlich und nicht wirklich schwierig. Von der Zeit her wird es halt immer knapper. Man muss wirklich jede Sekunde eins aufsammeln, sonst hat man dann ein paar Probleme. Das heißt, wir schaffen sogar einige unter einer Sekunde. Dann ist das ganz gut. Könnt ihr euch mal verpissen? So, das Handling. Der Wagen kommt noch unter Kontrolle. Ich fahre ja hier teilweise auf zwei Rädern. Heilige Scheiße, jetzt habe ich aber Zeit aufgeholt, gell? Aber nicht zu knapp. Huiuiui, das ist auch wieder eine Fahrt durch die gesamte City. Wahnsinn. Ja, die Triaden schießen natürlich schon wieder auf mich. Diese abgefuckten. Ne? Setzt irgendein Wort dran, das ihr wollt. Wo weiter? Hm, das hat schön geknackst. Schön alle Knochen gebrochen. Aber ich glaube, das ist dem dann auch schon wurscht. So, oh, schneller, schneller, schneller. Oh, oh, jetzt habe ich ein bisschen viel Mist gebaut. Oh, durch die ganze Stadt. Wahnsinn, ey. Oh, können wir schnell einsammeln, damit dieses blöde Klimper aufhört. Oh, jetzt kommt es doppelt schon. Das ist doch einfach ein Dreckswagen, um das zu machen, ganz ehrlich. Können wir das bitte schaffen? Ich will das nicht nochmal machen. Nee, nicht wirklich. Das ist ja wohl Witz, ey. Jetzt ist der Wagenschrott gegangen. Wirklich? Da hätte ich auch einfach gleich drauf gehen können, ganz ehrlich. Meine Fresse, der Wagen ist so beschissen zu fahren. Leider gibt es hier nicht sowas wie eine wie letzte Mission wiederholen. Das gibt's leider nicht. Gut, da ich jetzt keinen Bock habe, das normal zu machen, gehen wir einfach zu Joey und machen hier weiter. Ganz einfach. Der tote Passagier. Beautiful. Just beautiful. Alright, just the guy I need to talk to. Alright, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. One of the Ferrellis thought he was a wise guy, so he got what he had coming to him. Take the corpse to the crusher in Harwood, alright? Klingt natürlich recht einfach, da ist eine Leiche im Kofferraum und die bringen wir einfach so, wie wir das kennen, zur Schrottpresse und schon wird nie jemand wissen, was mit diesem Typen passiert ist. Glaubt ihr wirklich, im Verlauf des Spiels, dem Fortschritt, den wir hier mittlerweile haben, ist es so einfach? Glaubt ihr das wirklich? Kann ja gar nicht sein, oder? Ja, diese Triaden, die hassen mich jetzt eh schon. Also da muss man aufpassen, wenn du jetzt durch Chinatown fährst, bist du in der Regel sofort im Arsch. Weil die dich in Grund und Boden kaputt schießen. Da musst du ein bisschen aufpassen. Das Café ist das Café da unten. Das kennen wir auch noch. So, und da steht auch schon der Wagen. So. Schnappen uns den. Und ab zur Schrottpresse. Oh, guck mal. Die Forelli-Brüder. Tja, natürlich ist da jemand, der verhindern will, dass wir das Ganze hier unbeschädigt lassen.
Uiuiui, mana mana ba bi 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 bi. Mana mana ba bi bi bi. So, zur Schrottpresse, ohne dass wir von den Typen hier kaputt gemacht werden. Ich würde sagen, das sollte eigentlich machbar sein, weil die Strecke ist relativ einfach, nur geradeaus und einmal links, rechts. Aber wenn du natürlich nicht von den Triaden noch kaputt geschossen wirst, hätten die mir jetzt einen Reifen zerschossen, dann wäre ich erstmal sauer geworden. Aber Gott sei Dank haben die das nicht getan. Ansonsten, wie gesagt, der Mana, der ist ja doch auch recht schnell für seine Größe. Oder gerade wegen seiner Größe vielleicht auch etwas schneller. Mit dem kann ich dann auch recht gut umgehen und den Wagen recht schnell zur Schrottpresse bringen. Es sei denn, ihn dreht es natürlich in der Kurve. Aber wie gleich? Alter. Doppelte Rolle. Ja, jetzt holen die mich natürlich ein. Egal, ich fahre jetzt auch nicht über Umwege dahin. Oh, gefährliche Kiste. Aber es sollte, wenn es den Wagen jetzt nicht kippt, sollte das machbar sein. Gut. Die folgen einem bis hierhin auch gar nicht mehr. Sobald wir das Gebiet erreicht haben, die Schrottpresse, sind die raus. Und da seht ihr, und dann haben wir die Mission auch schon geschafft. So, ich würde sagen, von dieser Leiche wird man nie wieder was sehen. Und bam, das war's. 10.000 kommen auf unser Konto. Und ich meine, wenn wir jetzt bedenken, zum jetzigen Zeitverlauf des Spiels haben wir schon $217.000, ist das sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel Geld. Das liegt aber vor allem daran, dass wir diese ganzen Monster-Stunts machen, die richtig viel Cash geben. Kann ja jetzt auch nicht verkehrt sein, wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir viel Geld haben. So, war da oben gerade ein Päckchen oder habe ich das gerade mir eingebildet? Da ist ja wirklich ein Päckchen. Schaut mal, da ist ein Päckchen. Wie kommen wir denn da hin? Ah, ein Päckchen. Ich habe ein Päckchen gefunden. Da muss ich wahrscheinlich von da oben da runter. Na, das mache ich doch sofort. Entschuldigt mal, wir haben hier gerade ein Päckchen gefunden. Das erste Mal kurz verschnaufen. Weil ich direkt mega im Arsch bin. Ah, den Mafia hole ich mir jetzt mal lieber nicht, weil das ist mir zu gefährlich. So, mal ganz kurz, weil ich laufe ganz gerne. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Spezialmission machen, wo wir dann als Extra kriegen, dass wir unendlich rennen können. Oh, ich glaube, ich muss hier schon ein bisschen früher drauf. Also ein bisschen tricky hier. Vor allem nicht runterfallen. Das wäre noch sehr wichtig. So, hier renne ich sowieso nicht. Hier gehe ich mal ganz, 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 ganz gemütlich. Vorsichtig. Nein! Oh, genau das meinte ich. So, und jetzt vorsichtig nach oben. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Und jetzt hier rüber. Okay. Da haut sie natürlich gleich hin, klar. So, und jetzt muss ich noch irgendwie darüber. Wir haben schon schwierigere Sprünge geschafft. Yes! Ah, oh, fliegst trotzdem auf die Fresse. So, das war Päckchen Nummer 21. Scheiße, wo bin ich jetzt gelandet? Oh, nee. Einmal außen rumlaufen. Reinen Wagen und vor allem ab nach Hause. Jetzt haben wir nämlich wieder ganz nett was geschafft. Leider eine Mission nicht direkt gelungen. Aber es kann ja auch nicht alles gelingen, sonst wären wir ja auch viel zu schnell durch mit dem Spiel, ne? Und wenn ich gar nicht failen werde, wäre das doch auch irgendwie langweilig, oder? So. Ab nach Hause, speichern. El Burro hat auch schon die nächste Mission für uns. Nicht die nächste, immer noch die, ne? Ich meinte, Joey hat die nächste Mission für uns, weil sein Symbol ist immer noch da. Bin gespannt. Also die Mission von El Burro war jetzt gerade bisher, glaube ich, die ekelhafteste. Weil der Wagen ist einfach ultra ätzend zum Lenken. So, jetzt können wir auch zum ersten Mal die Uzi einsammeln. There we go. Gibt auch ordentlich Munition. Und wir gehen einmal pennen. 6 Stunden. Ich bedanke mich fürs Zugucken für diese Folge. Wir haben definitiv wieder was Schönes erreicht. Erstmal ein paar Päckchen gesammelt, dann eine Mission nicht geschafft, aber dafür dann eine geschafft. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein!